Willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Zwiechecker. Und das ist von Olsa. Zwei Produkte, Olsa. Olsa! Wie, ihr kennt Olsa nicht? Hallo? Prinz Polo heißt das gute Ding. Seit 1955 sind die schon im Geschäft. Das eine ist der Classic und das andere ist Orzechowol, irgendwie sowas ähnliches. Aber anhand des Bildes würde ich mal sagen, das ist eine Haselnuss drin. Anhand des Bildes würde ich übrigens auch sagen, das ist so ein Gebäckkeks-Schokoladen-Dingsbums. Klar, ne? Und das Ding kommt aus Polen. Polen. Aber es ist ein Kraftfood, sehe ich gerade. Kraft war wieder schneller. Ja, das ist ein deutsches polnisches Produkt. Vielen Dank übrigens an Justine und Thomas, die mir das mitgebracht haben. So, Prinz Polo von Kraftfood. Entschuldigung, Olsa. Sieht ein bisschen aus wie so ein. Ich habe das schon mal gesehen, keine Ahnung. Also das ist keine Vollmilchschokolade, das ist dunkle Schokolade. Das riecht auch wie dunkle Schokolade und mehr nicht. Mmh. Ups. Olsa. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das sehen? Viola. Wer den kennt. So, also dieses Ding hier. Das ist eine mehrschichtige Waffelgeschichte, wo ganz feine Schokolade drauf geschmiert worden ist und außen mal getunkt. Total, also nicht so knusprig, ganz leicht. Ich könnte fast meinen, das wäre Esspapier. Also sofort weg. Ganz süß. Wenn das Vollmilchschokolade wäre, würde es mir besser schmecken, glaube ich. Jetzt muss ich mal hier den anderen Knaben hier ausprobieren. Aha. Es gibt einen Gott. Der Vollmilchschokolade. Vollmilchgott. Vollmilchgott. Wie vergleichen? Das hier ist keine Vollmilch. Das ist Vollmilch. Siehst du krass? So. Der trinkt auch wie Vollmilch. Mmh. Mein Favorit. Ganz leichtes Gebäck. Ganz leicht. Die Waffeln sind ganz leicht so durchzubeißen. So wie Luft. Milde Vollmilchschokolade. Und in diesem Fall noch eine Lage, würde ich mal behaupten, mit kleinen Nüsschen da drin. Aber man schmeckt die kaum. Der Geruch, der nennt sich das? Geschmack? Geschmack nennt man das. Der Geschmack ist schon ziemlich walnussartig. Haselnuss, meine Fresse. Geil. Mmh. Sehr schön. Also, das war Prinz Polo. Vollmilch, Waffeln, Haselnuss. Sehr schöne Kombination. Das Bollen von der Firma Olsa, die von der Firma Kraft gekauft worden ist. Prinz Polo. Seit 1955. Habt ihr es gewusst? Habt ihr es gewusst? Ich nicht. So, wenn ihr dazu auch eine Meinung habt, würde ich mich freuen, wenn ihr die auch mal kundtun würdet. Unten, Facebook, Pinterest, YouTube natürlich. Schaut mal rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.